meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir feiern an Weihnachten, dass Gott in diese Welt kommt, dass er sich hineinbeugt in diese Welt, dass er sich in dieser Welt ausspricht. In der Nacht und in der zweiten Weihnachtsmesse hörten wir aus dem Lukas-Evangelium von diesem Kind, von der Botschaft durch die Engel, dass irgendwo am Rand von Bethlehem in einer windigen Höhle jenes göttliche Kind geboren ist. Und durch dieses Kind und durch die Engel ergeht die Einladung an uns erneut, staunen zu lernen. In der gleichen Linie, aber doch auf ganz andere Art und Weise, spricht die dritte Weihnachtsmesse davon, wenn wir den Anfang des Johannesevangeliums lesen. Gott spricht sich aus in seinem Wort, das von Anfang an bei ihm war, dass er selber ist. Er spricht sich selber in diese Welt hinein. Und immer ist Weihnachten die Frage, wie nehmen wir denn dieses Kind auf? Wie nehmen wir dieses Wort auf? Wie können wir dieses Kind, wie können wir dieses Wort Gottes verstehen? In der Nacht war der Vorschlag durch die Schrifttexte, lassen wir uns heilen von diesem Kind, das der Heiland der Welt ist. Wenn wir jetzt am Höhepunkt des Weihnachtstages vom Wort Gottes hören, wie nehmen wir dieses Wort auf? Durch Staunen, ja, aber doch vor allen Dingen durch Hören. Aber wie hört man in rechter Weise? Es kommt uns ein Wort zu Hilfe aus dem Buch der Weisheit, das in der Weihnachtszeit in der Liturgie eine durchaus große Rolle spielt, wenn es dort heißt, als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht auf ihrem Weg die Mitte erreicht hatte, da sprang, o Gott, dein allmächtiges Wort vom Himmel, von seinem Königsthron herab. Das Schweigen also scheint die Haltung zu sein, wie wir dieses Wort recht aufnehmen. Und wir sprechen ja durchaus schon im Advent und jetzt auch in diesen Tagen zwischen den Jahren, wie wir sagen, von der stillen Zeit. Vielleicht lächeln Sie jetzt in sich hinein und denken, naja, davon haben wir jetzt die letzten Wochen nicht so viel gespürt, von der stillen Zeit. Es war genau das Gegenteil. Es war Hektik und sich abstrampeln, dass alles irgendwie fertig wird. Und ich kann Ihnen sagen, das ist hier innerhalb der Kirche nicht anders als draußen. Was ist das also mit dem Schweigen? Benedikt XVI. Hat einmal folgende Gedanken gesagt, dass Weihnachten uns in die Stille Gottes hineinruft. Denn nur so können wir das Geheimnis Gottes erfahren. Und Stille ist noch mehr als schweigsam zu sein. Wir können schweigen und doch rumort es in uns. Es ist eine totale Unruhe. Und wenn ich manchmal in der Sakristei hier merke, dass die Geräte blinken und brummen, weil die 20 WhatsApp-Gruppen, in denen man ist oder sonst irgendeine Meldung kommt, dann ist es zwar relativ schweigsam, aber Ruhe? Gibt es wirklich Ruhe? Sie können das für sich selber einmal fragen, wie ruhig es in Ihnen ist. Aber das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir das Wort Gottes, das sich in diese Welt hineinspricht, überhaupt vernehmen. Wir blähen uns so auf mit unserer Wichtigkeit und neben uns ist dann gar kein Platz. Es ist noch einmal Benedikt XVI., der diesen etwas unkonventionellen Gedanken äußert. Von den Dinosauriern wird gesagt, sie seien ausgestorben, weil sie sich falsch entwickelt hatten. Viel Panzer, wenig Hirn, viel Muskeln und wenig Verstand. Das muss ich jetzt nicht näher kommentieren, es gäbe da schöne Beispiele für. Sind wir nicht auch dabei,
so Benedikt XVI., uns falsch zu entwickeln? Viel Technik, aber wenig Seele? Ein dicker Panzer materiellen Könnens, aber ein leer gewordenes Herz? Ein Erlöschen der Fähigkeit, die Stimme Gottes in uns wahrzunehmen, das Gute, das Schöne und das Wahre zu erkennen und anzuerkennen? Ist nicht die größte Gefahr unserer Zeit, dass die Fenster für Gott zugemauert werden und dass wir damit die Atemluft des Herzens, den Kern der menschlichen Freiheit und Würde, zu verlieren in Gefahr stehen? Das Wort ist Fleisch geworden. Darin gipfelt dieses Anfangslied des Johannesevangeliums. Es ist also nicht nur ein abstraktes Wort für den Verstand. Es ist nicht nur einfach dahingesagt, sondern es hat eine konkrete Gestalt. Es ist eine Person, in der wir Gott selber begegnen. Macht es uns Gott nicht doch einfach? Vielleicht nicht leicht, aber doch einfach. Wenn wir in die Krippe hineinschauen und wissen, dieser ist das lebendige Wort Gottes. In ihm begegne ich seiner Botschaft, in ihm begegne ich seinem Wesen, in ihm begegne ich dem ganzen Leben, das Gott uns schenken will. Die Voraussetzung auf unserer Seite ist das Staunen und die Stille. Vielleicht wird uns in den nächsten Tagen der ein oder andere Moment geschenkt, wo und wie auch immer, dass wir wirklich Gott annehmen, so wie er kommt, wie er, wie wir es heute Abend in der Vesper singen, genommen sein will, angenommen sein will. Weihnachten ist das große Angebot Gottes an uns, seine Botschaft, dass wir nicht enden wie die Dinosaurier, sondern wahrhaft mit ihm und durch ihn Menschen werden.